Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faktorio Fabrikentausch. Schön, dass du wieder dabei bist. So, was ist das denn hier? Hier ist irgendwas geplant. Aha. Ein Förderband. Das hier unten runterläuft. Und irgendwas hier gebaut werden soll. Ah, genau. Dieses komische Zeug. Da sind wir auch schon mal drüber gestolpert. Konnte man nicht irgendwo auch sehen, für was man das alles braucht? Da gab es auch so eine Option. Weil wir sind da drüber gestolpert. Und wir brauchten das für irgendwas oder so. Und dann, für die Wissenschaftspaket-Zubehör. Der Yankee möchte also an die gelben Flaschen. Bauen wir die nicht schon? Hier oben bauen wir die auch schon. Verwirrt. Keine Ahnung, was der hier möchte. Was ist das denn hier? Achso, das ist neu gebaut. Okay. Also, der junge Mann plant offenbar was Größeres. Und ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Vielleicht die Raketenwissenschaft oder so? Was ich aber mal schauen wollte, ist, wie sich das denn hier verteilt. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Die hatten wir ja nachgelegt. Also das sollte passen. Gut. Ich wollte nochmal generell mal schauen. Wir hatten ja so am Anfang der Staffel ein bisschen hier das Kupfer optimiert. Hier müssten wir das auch noch verdrehen. Aber die laufen teilweise nicht, weil auch die Kupfernachfrage nicht so hoch ist. Als wenn hier irgendwie die Produktion noch nicht wieder angelaufen ist. Obwohl, jetzt hier ist alles wieder voller Plastik. Sehr gut. Und das läuft also. Na gut, prima. Ich sehe aber auch jetzt nicht, dass wir irgendwas erforscht hätten, was hier... Ah, es kann sein, dass die Forschung zu langsam läuft, weil nicht genug Flaschen... Doch. Sind auch genug da. Steht aber. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Was fehlt denn hier? Weil die läuft nicht, die Forschung. Die braucht violette Fläschchen. Wissenschaftspaket für Produktion. Ah, der hat die ganze Zeit hier geforscht. Und... Ach, so ist das. Verstehe. Und dafür brauchen wir... Hä? Produktivitätsmodul? Wir brauchen Gleise, Lichtbogenöfen und Produktivitätsmodule. Alter, was für ein Aufwand. Das würde so gehen. Und Lichtbogenöfen brauchen wir dafür aber auch nicht. Gleise. Brauchen wir auch nicht. Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt. Also der baut das offenbar, um das hier abzuschließen. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Dann hätte er doch dann das nicht nochmal bauen müssen, weil das haben wir ja schon. Dann ist das für irgendwas anderes. Ja, jetzt bin ich total verwirrt. Weil die brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Die.
Ich gucke mir das nochmal an, was der gemacht hat. Der Kollege. Was ich übrigens gerne hätte im Spiel, wären so Überführungen, wenn man nicht von der Bahn überfahren wird. Ich habe ein bisschen Angst vor. So. Weil die Züge mit auch so unfassbar schnell geworden sind. Aber zweifelsohne will der das hier bauen. So. Aber wofür? Und der hat jetzt angefangen, hier oben das abzuzwacken. Hier will er irgendwas abzwacken. Was will er denn hier wohl abzwacken? Aber es bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt versuche, stundenlang hier reinzudenken. Und dann kommen wir eh nicht drauf. Der will hier irgendwas produzieren. Was wir denn unten brauchen. Vielleicht hat er es auch gar nicht gemerkt, dass wir die falschen bauen. Das ist ja auch möglich. Ich könnte welche von Hand bauen, ne? Keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Also jetzt würde ich dann hier wirklich was anfangen zu bauen, wo ich wirklich nicht weiß. Deswegen lasse ich das auch lieber. Ich gucke lieber noch was an. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir hier weitermachen wollen, für die hier, brauchen wir diese Module. Die stellen wir her aus normalen und erweiterten Schaltkreisen. Und da bin ich etwas erstaunt, dass es nur die sind. Und die könnten wir zum Beispiel hier herstellen. Hier waren ja schon die Geschwindigkeitsmodule hergestellt, die wir dann da unten brauchen. Und hier, die brauchen wir dann da unten auch. Warte mal, liefert der das irgendwo hin? Nee, der will hier irgendwas liefern. Ja, keine Ahnung. Aber das wäre eine Option, ne? Dass wir jetzt sagen, wir bauen hier auf die andere Seite, weil hier haben wir schon diese Bänder schön gebaut. Andererseits bin ich natürlich ein Freund davon, dass wir das alles schön getrennt halten. Warum geht's denn hier nicht weiter? Hä? Wie viel Schwefel so? Also so ganze Produktion ist irgendwie ganz wonky. Irgendwas ist ja immer. Warum geht die nicht weiter? Weil wir keinen Schwefel bauen. Warum wir keinen Schwefel? Weil der hier nicht runterläuft. Hier ist unsere Schwefelfabrik. Da kommt kein Alkangas an. Oh wei, oh wei, oh wei. Und das Alkangas kommt nicht an. Doch, das ist voll. Ich bin verwirrt. Also irgendwie ist hier vollständig der Wurm drin. Hier kommt's an. So, dann kommt's hier an. Hier ist keins drin. Hier ist das Endrohr. Da habe ich was auseinandergebaut und nicht wieder zusammengebaut, ne? Ein Klassiker. Keine Ahnung, wo das hier hätte runterkommen sollen, aber hier läuft jedenfalls kein Schwefelgas durch. Das heißt, wir müssen hier mal eben kurz nochmal ein Röhrchen abführen. Und das geht wiederum nicht. Weil das hier wieder zu eng. Ach nee, von hier müssen wir, wenn dann, runter. Haben wir das echt so komplett übersehen? Oder hat der Yankee das abgerissen und nicht wieder hingebaut, der Schlingel? So ein bisschen die Befürchtung, das Zweite ist der Fall. Hier kommen wir auch nicht rum. Oder? Kriegen wir den hier irgendwie drumrum? Ja, das geht halt nicht. Uff.
Das geht auch nicht. Oh, oh, oh. Hier haben wir wieder so einen typischen Fall von zu eng gebaut, habe ich den Eindruck. Oh, das will ich aber jetzt nochmal beheben hier. Und da kommen wir auch nicht dran, oder? Doch. Das wäre so eine Notlösung. So ging es. Da bin ich jetzt nicht dran gedacht, dass es auch gehen könnte. Aber so könnte es gehen. So, wo kommt es runter? Hier. Hallo. Bleiben wir mal stehen. Ah, da ist auch alles zu. Und hier ist der scheiß Mast wieder im Weg. Das passt so auch nicht. Bruder. So. Und jetzt das einmal mit normalen, müsste ich mit normalen Rohren machen, ne? Oh boy, oh boy, oh boy. Das ist natürlich nicht schön hier. So, damit geht die Fabrik wieder bis auf die... Warum geht denn das nicht? Ach, hier werde ich genug rausgeliefert. Okay. Aber der müsste doch jetzt gehen hier. Ach so, der ist auch voll. Okay, 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 okay. Passt. Aber dafür funktioniert das jetzt wieder. Boah, Mensch. Und dann geht der wieder. Und dann geht auch hier hinten wieder alles. Hier. Oh, Leute, ey, wenn wir hier schon was umbauen, ne? Dann müssen wir echt höllisch aufpassen, dass wir sowas nicht übersehen. Junge, Junge, Junge. Oh boy, oh boy, oh boy. Und dieses Gefummel hier, das ist auch Wahnsinn geworden. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, was er bauen wollte, aber. Ja. Das haben wir eben auch wieder hingekriegt. So, voll. Immer noch leer. Etwas voll. So, mal gucken, dass man das auch nochmal ausbalanciert. Aber eigentlich war das ja Yankees Baustelle hier, ne? Mit diesem... So. Gut, das geht, das geht, das geht. Wie gesagt, hier würde ich dann gerne... Hier müssen wir die... Die Schaltkreisdinger müssen wir hier weiter... Was kommt denn hier normalerweise an? Hier fehlt auch schon wieder irgendwas. Guck mal. Seht ihr das? Was fehlt denn hier? Ey, wir haben irgendwie die gesamte Konstruktion auseinander fallen lassen. Flugrobotergestelle fehlen hier. Warum fehlen die denn schon wieder? Wir gucken mal. Hier werden die gebaut. Batterien, Motoren. Ach so, wir hatten keine Batterien mehr. Es kamen keine Batterien mehr an. Weil natürlich unten die Schwefelproduktion zusammengebrochen war. Ja, ich weiß ja nicht. Also ich will jetzt nicht den Mund zu voll nehmen, ne? Aber ich höre ja immer wieder mal gerne von euch so, oh, dann der Garderol baut, der Yankee muss sich dann wieder richten und so. Ich glaube, diese Aufnahmestaffel, zumindest die heutige... Die war ein bisschen andersrum, habe ich den Eindruck. Also wir haben sehr viele Sachen jetzt gefunden. Ob der die allerdings so gebaut hat, und ich weiß ich ja nicht, weil das ist ja das Faszinierende an dem Projekt Fabrikentausch, dass man das eben nicht weiß, ne? Ja. Kann man eigentlich bei den Bahnlinien irgendwie so Signale bauen, dass wenn er zukommt, dass das vorher bimmelt? Habe ich echt Angst. Ich glaube, es geht nicht. Also Langsamfahrstelle, Zugsignal, Zughaltestelle, naja. Auf jeden Fall baut er hier irgendwie fantastische Sachen, von denen ich weiß, warum wir die brauchen. Wieso werden denn hier die ganzen Dinger bis hierhin hingeliefert? Boah, ist das laut! So. Ja, keine Ahnung.
aber ich würde mal sagen, gelbe Flächen laufen wieder. Das Einzige, was nicht läuft, ist hier die. Ne? Also die würden wir ja brauchen. Also das würde ich zumindest jetzt versuchen, das nächste zu bauen. Keine Ahnung, was er da unten machen will. Ist denn doch irgendwas, was hier nicht läuft jetzt? Ne, hier läuft jetzt wieder alles, ne? Läuft, läuft, läuft. Der läuft nicht, weil er voll ist. Läuft wieder. Das müsste eigentlich alles passen. Hier, das ist auch alles ausgefallen dann, ne? Das, was auch immer hier dann noch dran hing. Wurde natürlich auch nicht weitergemacht, weil es komplett leer. Hier oben, ah. Ja. Deswegen lief das alles nicht weiter, aber trotzdem fehlen die anderen noch. Das hat der Yankee wahrscheinlich noch nicht bemerkt. Mal gucken. Ich glaube, dann müssen wir da ran und keine Ahnung, was das wird. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis bald.